Pepperwoods-Geschichten. Lasst uns springen! Ich krieg dich, Schorsch! Peppa, Schorsch und Opa Wutz machen heute zusammen einen tollen Bootsausflug. Party! Oh, oh! Aha! Gerettet! Da sind so viele Fische! Und was ist das? Das ist ein Wal, Peppa, eines der größten Tiere der Welt. Wow! Guten Tag, Herr Wal! Und das heißt, wir sind da! Kommt her, ihr zwei! Hurra! Jetzt bauen alle zusammen eine extra sandige Sandinsel. Und jetzt ist es Zeit zu spielen. Hurra! Nicht so schnell. Es ist schon fast Zeit zu spielen. Wenn ihr in der Sonne spielen wollt, braucht ihr Sonnencreme. Die schützt euch vor einem Sonnenbrand. Diese Sonnencreme fühlt sich an wie eine Kitzelcreme. Schon fertig. Los geht's. Peppa und Schorsch haben großen Spaß. Mit einem Kübel und einer Schaufel bauen sie eine Sandburg. Irgendetwas fehlt noch. Ich weiß nur nicht was. Wie wär's mit etwas, das oben drauf kommt und dann im Wind schwingt? Genau, eine Fahne. Oh. Zum Glück hab ich eine dabei. Voila! Hurra! Ihr zwei seid ein tolles Team. So, wollen wir einen Bereich bauen, wo es kühler ist? Ja! Ja! Fantastisch! Alles, was wir brauchen, ist hier. Stellst du das rote Teil bitte dahin? Rotes Teil hierhin? Und das weiße Teil obendrauf. Weißes Teil obendrauf. Fantastisch! Jetzt alle zusammen. 1, 2, 3, hopp! Hurra! Hier drunter ist es viel kühler. Oh ja, und das ist perfekt für Eiscreme! Hurra! Alle lieben das Boot von Opa Wutz. Guckt! Hallihallo, Herr Wal! Und alle lieben es, auf der Sandinsel zu spielen. Komm her, Schorsch! Ja? Hurra! Heute tun Peppa, Schorsch, Luzi Locke und Pedro Pony nichts ist besser als in Schlammpfützen rumzuspringen. Sagt tschüss. Machen wir viele Fotos. Hurra! Überprüft bitte, dass ihr sauber seid, bevor ihr reingeht. Alle vergewissern sich, dass sie sauber sind und nicht mehr schlammig. Seid ihr soweit? Sauber! Sauber! Kein sauber. Schlamm mehr da! Sehr gut. Hurra! Alle posieren für Fotos mit Spielsachen. Oh, aha! Peppa, kommst du bitte kurz her? Oh je, jemand hat Schlamm mit ins Haus gebracht. Aber Papa, wir sind doch alle ganz sauber. Guck! Ich weiß nicht. Sauber! Aber wie ist dann der Schlamm ins Haus gekommen? Keine Sorge, wir werden es rausfinden, und zwar damit. Guckt, noch mehr Schlamm. Da drüben auch. Kommt schon,
Peppa und ihre Freunde machen überall im Haus Fotos, wo sie Schlamm finden und suchen nach einer Spur. Die Lösung des Rätsels versteckt sich aber in den Fotos der Kinder mit den Spielsachen. Guckt! Auf diesen Fotos sieht man auch Schlamm. Und zwar genau neben... Teddy! Teddy! Er ist ganz schlammig wegen der Schlammpfützen. Machen wir ihn sauber. Machen wir überall sauber. Hurra! Peppa und ihre Freunde putzen alle Dinge, die schlammig sind. Dann stellen sie sie dorthin, wo sie hingehören. Gratulation! Ihr habt das toll gemacht und das Schlammrätsel gelöst. Aber beim Putzen haben die Kinder unabsichtlich Seifenblasen auf dem Boden zurückgelassen. Seid ihr bereit? Egal, ich komme! Peppa und ihre Familie spielen heute zusammen Verstecken. Papa Wutz weiß nicht, wo er sich verstecken soll. Ups. Kommt raus, egal wo ihr seid. Hab dich. Jetzt suchen wir alle anderen. Ja! Wir sehen dich, Papa. Ach nee. Jetzt muss nur noch Schorsch gefunden werden. Aber Schorsch kann sich echt gut verstecken. Oh nein, die Samen! Keine Sorge, die sind nicht verschwendet. Wenn wir sie anpflanzen und wässern, werden daraus große Blumen. Hurra! Peppa und ihre Familie graben ein Loch. Jetzt kommen die Samen hinein. Tada! Jetzt wässern sie sie. Durch das Wasser wachsen die Blumen und werden groß. Jetzt decken sie sie mit Erde ab. Fertig! Und jetzt warten wir. Lasst uns weiter Verstecken spielen, während wir warten. Tja. Ich bin gut und auch erfahren als Sucher. Hurra! Bereit oder nicht, ich komme. Peppa und ihre Familie lieben es, Verstecken zu spielen. Sie verstecken sich hoch oben. Ups, Entschuldigung, Herr Vogel. Und auch ganz unten. Oh. Hab euch! Und sie bauen sich sogar eigene Verstecke. Jetzt ist Schorsch mit Suchen dran. Er muss alle anderen finden. Bravo, Schorsch! Es muss nur noch Papa Wutz gefunden werden. Ich finde Papa nicht. Ich sehe ihn nirgendwo. Jetzt habe ich mich wohl verraten, oder? Seht nur, die Sonnenblume! Wir haben so lang gespielt, dass sie gewachsen ist. Was meinst du, Schorsch? Schorsch? Alle lieben es, im Garten zu spielen. Und alle lieben es genauso, Pflanzen anzubauen. Willkommen zu den rauschenden Gießkannen! Peppa und ihre Familie probieren heute eine neue Attraktion im Erlebnisbad aus. Ihr fahrt in diesem Boot durch einen hübschen Garten und ihr müsst dabei alle Blumen gießen. Wow. Mit was denn, Frau Mümmel? Damit! Ich wünschte, unsere Gießkannen könnten das auch. Woo. Wusch! Darf ich auch mal probieren, Mama? Ja, klar. Viel Spaß! So friedlich. Wem sagst du das? Ich fühle mich im Einklang mit dem Universum. Peppa und Schorsch müssen mit ihren Gießkannen so viele Blumen wie möglich gießen.
Ich helfe dir, Schorsch. Das ist wirklich schwer. Da ist eine. Bereit? Zielen. Juhu! Oh, gut gemacht, Schorsch. Schorsch hat schon beim ersten Versuch eine Blume getroffen. Es wird noch schwerer. Kein Problem, wenn du einige verfehlst. Peppa findet dieses Spiel ziemlich schwer. Sag es mir, wenn du Hilfe brauchst. Oh, was, wer, wo bin ich? Oh, ja. Alles in Ordnung, Peppa. Schorsch trifft jede einzelne Blume und ich nicht. Ist ja nicht so schlimm, wenn Schorsch in manchen Dingen etwas besser ist als du. Aber ich bin größer. Tja, ich bin auch viel größer als du, Peppa. Aber du bist viel schneller als ich und viel kitzliger. Manchmal ist es egal, wer größer ist. Da muss man ein Team sein. Und wenn wir als Team arbeiten, seid ihr definitiv noch kitzliger. Okay. Schorsch hat vor der Blume ein bisschen Angst. Alles gut, Schorsch. Die ist nicht echt. Mir reicht's, Blume. Du bist nicht gerade sehr nett zu meinem kleinen Bruder. Hi-ja! Ich kann es doch! Komm schon, Schorsch! Wir müssen zusammenarbeiten! Du bist so gut darin! Ja, wir schaffen es! Gut gemacht, Peppa und Schorsch! Peppa und Schorsch haben alle Blumen gegossen. Sie lieben die rauschenden Gießkannen. Seht ihr? Ihr zwei seid ein echt tolles Team. Peppa und Luzi spielen heute zusammen im Baumhaus. Oh, hallo Luzi. Leiste mir Gesellschaft. Wie unglaublich aufmerksam von dir. Sie spielen, erwachsen zu sein. Lasst uns eine köstliche Tasse Tee trinken. Mensch, sind dir die Wetterkapriolen aufgefallen? Jemand ist an der Tür. Entschuldigt die Störung. Deine Mama bringt dich jetzt nach Hause, Luzi. Wir wollten gerade zusammen Tee trinken wie Erwachsene. Dürfen wir heute im Baumhaus übernachten, Opa? Bitte. Klar dürft ihr das. Du und Luzi könnt im Baumhaus schlafen. Opa Wutz und ich zelten hier draußen und passen auf euch auf. Peppa und Luzi freuen sich riesig darauf, im Baumhaus zu übernachten. Hier sind eure Schlafsäcke, Kissen, viele Kuscheltiere und das Beste, eine Laterne mit Sternenmuster. Wow! Tada! Ist schon fertig. Ah, Schätze, die brauche ich nicht. Opa Wutz freut sich darauf, im Zelt zu übernachten. Schätze, ich brauche sie doch. Wenn er es neu aufgestellt hat. Es ist Schlafenszeit. Daher gehen Opa und Oma Wutz in ihr Zelt. Gute Nacht, ihr zwei. Wir sind gleich hier, falls ihr uns braucht. Guck, Luzi, mein Schatten ist riesengroß. Meiner ist ein Vogel. Piep, 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 piep. Und meiner ist ein Schmetterling. Es ist wahnsinnig laut. Oma Wutz, wir brauchen dich. Ist alles in Ordnung? Da war ein extrem lautes Geräusch. Oh je. Du meine Güte. Ist es ein Monster? Oh nein, es sind keine Monster hier. Es ist nur Opa Wutz, der schnarcht. Peppa und Luzi lieben es, im Baumhaus zu übernachten. Wo soll das denn? Was ist denn passiert?
Sogar wenn Opa Wutz direkt daneben schnarcht. Oh. Oma Wutz freut sich schon riesig auf ihre große Überraschung. Oh. Tada! Alles Gute zum Geburtstag! Oh, wie nett von euch. Schau mal, Oma, du musst jetzt die Kerze ausblasen und dir was wünschen. Ah, ja. Aber vorher singen wir dir ein Geburtstagslied. Natürlich. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Oh je, auf Oma Wutz Geburtstagsfeier hat es angefangen zu regnen. Los, ab ins Trockene. Peppa und ihre Familie feiern mit Oma Wutz im Gewächshaus weiter, wo es nicht regnet. Ah, viel besser. Immerhin werden wir nicht nass. Und die Kerze ist nicht ausgegangen. Oh ja, ich blase die Kerze aus und wünsch mir was. Aber vorher müssen wir erst ein Geburtstagslied noch fertig singen. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag. Ih, da ist eine Schnecke auf dem Brötchen. Das Gewächshaus ist wohl eher ein schlechter Ort, um was zu essen. Es hat aufgehört zu regnen. Alle wieder nach draußen. Omas Feier geht wieder im Garten weiter, unter Opas Apfelbäumen. Oh, Wackelpudding, den liebe ich. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag. Wir versuchen hier den Geburtstag meiner Oma zu feiern, Herr Bulle. Oh, beachtet mich nicht. Dauert nicht lange, nur 4 bis 16 Werktage. Ich hab's! Hier entlang allerseits! Opa Wutz hat entschieden, die Feier in den Hühnerstall zu verlegen. Ah, hallo, Janine, Sarah, Vanessa. Schön, dass ihr mit uns feiert. Die können beim Geburtstagslied mitgackern. Oh, haltet eure Hühnchen fest! Der Wind hat das ganze Essen und die Deko umgeschmissen. Oh, wir wollten doch nur, dass du einen sehr schönen Geburtstag hast und dir was wünschst. Oh, Peppa, mein einziger Wunsch ist, den Tag mit meiner Familie zu verbringen. Das ist mein Geburtstagswunsch. Wirklich? Ja, und ich finde, der Kuchen sieht immer noch lecker aus. Oma Wutz macht ihre Geburtstagsfeier im Garten viel Spaß. Aber am meisten liebt sie es, mit ihrer Familie zu feiern. Peppas Spielgruppe besucht heute eine Zahnpastafabrik. Und so wird die Zahnpasta gemacht. Alles klar? Tja, wichtiger ist, dass ihr euch richtig die Zähne putzt. Hier entlang. In der Zahnpastafabrik lernt man durch lustige Spiele, wie man sich die Zähne putzt. Steuert die Zahnpasta, dann drückt ihr den Knopf, damit genau die richtige Menge rauskommt. Und wie viel Zahnpasta ist das? Ein ganz kleiner Klecks. Super, dann legt los. Genau die richtige Menge Zahnpasta. Toll gemacht. Peppa ist sehr gut bei diesem Spiel. Aber Schorsch ist etwas verwirrt. So geht das nicht, Schorsch. Ich helfe dir. Sie kommt auf diese Zahnbürste, nicht in deinen Mund. Das habt ihr toll gemacht. Mir nach. Jetzt putzen wir uns die Zähne, damit sie sauber werden. Wiedersehen, Essensreste. Schoko, 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 schoko. Was? Na gut. Und jetzt ihr. Ja. Nimm das, Karotte. Putzt euch die Zähne und sauber. Peppa ist auch bei diesem Spiel gut. Aber Schorsch ist wieder verwirrt. Nein, Schorsch. Du musst die großen Zähne putzen, nicht deine eigenen. Guck her, so. Toll gemacht. Diese Zähne sind wieder strahlend weiß. Es fehlt nur noch ein Schritt. Man muss die Zahnbürste mit Wasser abspülen. Und zwar so. Piu, piu, piu. Wow.
Plätze fertig. Piu! Dieses Spiel macht allen großen Spaß. Nur Schorsch versucht, sich selbst anzusprühen. Du musst da lang zielen, auf die Zahnbürste. Was hast du, Schorsch? Oh, willst du dir die Zähne putzen? Schorsch war also gar nicht verwirrt. Er wollte sich nur die Zähne putzen. Kein Problem, Schorsch. Wir bekommen später sicherlich noch Tüten mit Zahnbürsten und Zahnpasta zum Mitnehmen. Nicht wahr, Frau Mümmel? Oh, ja. Geschenktüten. Na klar, gut. Wartet einen Augenblick. Bin gleich soweit. So, hier. Danke. Danke, Frau Mümmel. Vergiss nicht, Schorsch. Nur ein kleiner Klecks. Fürs Zähneputzen und dann ausspülen. Schorsch liebt es, sich die Zähne zu putzen. Alle lieben das Zähneputzen. Oh, Jemini, jemand hat meinen edlen Hut gestohlen. Hallihallo, hallo. Ich bin Polizeiwachtmeister Teddy. Ich werde Ihnen helfen. Peppa und ihre Freunde spielen Räuber und Gendarme mit ihren Spielsachen. Ich weiß nicht. Hm. Ich nicht. Aha, Sie haben den Hut, Herr Roboter. Sie sind festgenommen. Oh, nein. Und nun kommen Sie ins Gefängnis. Oh, danke, Polizeiwachtmeister Teddy. Teddy liebt es, Polizist zu spielen. Aber jetzt habe ich doch kein Spielzeug mehr zum Spielen. Oh je. Ich hol die Autos. Alle Spielsachen machen sich bereit für ein Wettrennen. Stopp! Sie fahren viel zu schnell, Froschi. Ich stell sie unter A Nest. Piep, piep, piep. Aber Froschi war dabei zu gewinnen. Jetzt hat Luzis Eule zum Tee eingeladen. Hier ist ihr Tee, Sir. Und zwar Schorschs Dinosaurier. Hallihallo. Dieser Tee ist zu heiß. Ich stell sie unter A-Test. Aber ich mag das Gefängnis nicht. Und jetzt spielt Schorschs Dinosaurier ganz allein. Hallihallo. Sie machen viel zu viel Unordnung. Ich stell sie unter A-Prest. Dinosaurier! Das war lustig. Was spielen wir als nächstes? Hä? Wo sind eure Spielsachen? Oh je. Peppas Freunde sind nicht gerade glücklich. Wir wollten doch gar nicht alle traurig machen. Teddy und ich wollten nur helfen. Vielleicht sollten wir ins Gefängnis gehen. Oder es geht gar niemand ins Gefängnis. Polizeiwachtmeister Teddy und du könnt allen genauso helfen, wie es richtige Polizisten jeden Tag machen. Gute Idee, Mama! Polizeiwachtmeister Teddy hilft gern! Polizeiwachtmeister Teddy hilft dabei, dass beim Autorennen alle sicher sind. Auf die Plätze! Fertig? Seid ganz vorsichtig! Los! Dass alle ihren Tee genießen. Willst du noch eine Tasse? Schorsch und Papa Wutz sind heute im Supermarkt. Diese Reise in die Leere des Alls hat mir großen Spaß gemacht. Wo ist Mama Wutz? Sie wollte uns doch mit dem Auto abholen. Tja, während wir warten, darfst du einmal mit der Rakete fahren. Und ich werde sie schnell anrufen. Peppa und Mama Wutz sind auf dem Weg zum Supermarkt, aber sie stecken im Verkehr fest. Stopp! Los! Das Mama macht großen Spaß. Was? Oh. Stopp! Oh. Los! Hallo, Papa
Zauberwurz. Wir sind unterwegs. Hier ist nur eine Baustelle. Los! 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 Komm mit. Probieren wir die anderen Fahrautomaten aus. Schorsch gefällt die Fahrt mit dem Springfrosch. Und Peppa hat Spaß im wippenden Auto. Die Automaten fahren im Kreis, genauso wie das Auto. Wir fahren im Kreis, wir fahren im Kreis, wir fahren im Kreis. Und rauf und runter. Aber am Ende... Oh, wir sind da! Ja! Na, endlich! Hallo, Papa! Hallo, Schorsch! Hallo! Oh, die Verspätung tut mir leid. Das macht nichts. Schorsch haben die holpernden, wippenden und sich drehenden Automaten großen Spaß gemacht. Hä? Aber jetzt müssen wir los, Schorsch. Oh je, Schorsch will noch nicht gehen. Die Fahrautomaten machen ihm viel zu viel Spaß. Keine Sorge, Schorsch. Im Auto wirst du genauso viel Spaß haben. Es dreht sich. Und wippt. Und holpert. Die Fahrt vom Supermarkt nach Hause macht Schorsch großen Spaß. Die Fahrt macht allen großen Spaß. Wunderschön! Peppa und Schorsch sehen sich heute Abend zusammen mit Oma und Opa Wutz einen Meteorschauer an. Was ist ein Meteorschauer, Oma? Ein Meteorschauer passiert, wenn ein Strom von Weltalltrümmern in die Erdatmosphäre eindringt und dabei verglüht. Das ist, wenn viele Sternschnuppen auf einmal zu sehen sind. Und wenn man eine Sternschnuppe sieht, macht man was? Sie einfangen und in einem Fischglas aufbewahren. Ja. Oder man wünscht sich was. Oh, schnell, Schorsch. Ein Wunsch. Was zum Himmel? Das geht aber schnell. Das haben wir uns nicht gewünscht. Wow, das war bestimmt ein UFO. Was ist ein UFO? Ein UFO ist ein unidentifiziertes Flugobjekt. Und das heißt? Also, das heißt, ich weiß nicht, was das war, aber es ist hinter dem Hügel gelandet. Dann gehen wir es suchen. Alle machen sich auf die Suche nach dem großen grünen Licht. Niemand weiß, was es war. Aber Peppa... Ich glaube, es war ein großes Raumschiff. Voller Außerirdischer. Sie wollen Schorsch ins Weltall mitnehmen, weil er auch ein Außerirdischer ist. Schorsch ist kein Außerirdischer. Aber vielleicht war es ja doch nur ein Stern. Überwältigend. Unglaublich. Wir könnten uns so viele Dinge wünschen. Ja, unendlich viele. Ich glaube nicht, dass Sterne aus der Nähe so aussehen. Und was, wenn es kein Stern ist, sondern ein Roboter, der aus der Zukunft zurückgereist ist, um die Welt zu retten? Hallo. Tja, wir finden es gleich heraus. Alle können es kaum erwarten, herauszufinden, was das grüne Licht war. Wir sind da. War es ein Raumschiff? Oder ein Stern? Oder ein Roboter? Oder war es... Oh, hallo! Was macht ihr denn so spät hier? Wir suchen nach dem grünen Stern von vorhin. Grüner Stern? Oh, das war wohl das Licht meines Hubschraubers. Ich sah mir die Sternschnuppen aus der Luft an. Oh. Tut mir leid, dass du enttäuscht bist. Oh, vielleicht finden wir nächstes Mal Außerirdische. Oder Roboter. Jeder guckt sich gern Sternschnuppen an. Aber Peppa würde eines Tages wirklich gern Außerirdische sehen. Ui! Peppa und ihre Familie sind heute in der Kletterhalle.
Hier ist alles ziemlich hoch, nicht wahr? Ich schätze, Schorsch und ich versuchen uns an den niedrigen Sachen. Papa hat Höhenangst, Frau Mümmel. Hauptsache, es macht ihm Spaß. Das ist wichtig. Aber keine Sorge, mit dem Gurt und dem Helm bist du sicher. Ich schätze, es sind nur wir zwei. Yippie! Komm mit, Mama! Die erste Station in der Kletterhalle ist die sehr hohe Rutsche. Wow! Ich habe noch nie so eine hohe Rutsche gesehen. Ja, wie erreichen wir die Spitze, Frau Mümmel? Ihr setzt euch hier unten hin und haltet euch an der Stange fest. Gut festhalten. Ihr werdet die Rutsche hochgezogen. Ihr lasst los, wenn ihr runterrutschen wollt. Lass einfach los. Ja, viel Spaß. Peppa und Mama Wutz werden immer weiter die Rutsche hochgezogen. Jetzt sind sie ganz oben. Mama, willst du vielleicht zuerst loslassen? Zählen wir bis drei und lassen beide los. Okay. Eins, zwei, los! Oh! Whee! Papa, das musst du machen. Es ist so hoch. Oh, nein, danke. Schorsch und mir gefällt diese Rutsche, oder? Jetzt sind die wackeligen Säulenstufen dran. Nur mit sehr gutem Gleichgewicht schafft man es hoch, ohne runterzufallen. Aber solltet ihr fallen, fangen euch diese Seile auf. Absolut sicher. Oh, das ist... etwas knifflig. Mama! Ups! Hopp! Hurra! Ich hab's geschafft! Gut gemacht, Peppa! Papa Wutz und Schorsch macht es Spaß, über die kleineren wackeligen Stufen zu gehen. Ja, wir sind gut! Die letzte Station für Peppa und Mama Wutz ist das Wettklettern. Wer zuerst die Spitze der Kletterwand erreicht und den Buzzer drückt, gewinnt! Alles gut, Peppa? Ich denke, ich habe auch Höhenangst, Mama. Oh, kein Problem. Sollen wir wieder runterklettern? Oh, ich wollte unbedingt oben den Buzzer drücken. Oh, Peppa, du kannst stolz sein. Du hast's versucht. Und nächstes Mal kannst du es wieder versuchen. Oh, du hast schon wieder gewonnen. Peppa, wieso kletterst du nicht hier gegen Schorsch um die Wette? Ich komme. Das macht genauso viel Spaß. Und das ganz ohne Höhenangst. Peppa liebt die Kletterhalle. Jeder liebt die Kletterhalle. Peppa und ihre Familie sind ins Museum gegangen, um mehr über Dinosaurier zu erfahren. Tut mir leid, ich wollte euch nicht erschrecken. So sagen Dinosaurier halt Hallo. Nun, seid ihr bereit für einen echten Dinosaurier? Im neuen Zeitreisenraum reisen wir zurück in die Zeit der Dinosaurier und treffen so auf welche. Er meint damit eigentlich, ja bitte, Frau Mümmel. Yeah. Im Zeitreisenraum kann man zurück in die Zeit reisen, als es noch Dinosaurier gab. Wow. Okay, wir wollen nicht, dass bei der Zeitreise jemand verletzt wird. Versteht ihr? Eure Hände und Füße müssen immer innerhalb der Zeitmaschine bleiben. Ups. Wenn ihr etwas genauer sehen wollt, benutzt das spezielle Zeitreisen-Fernglas. Und egal, was passiert, steigt niemals auf einen Schmetterling. Aber wieso sollte denn jemand auf einen Schmetterling steigen, Frau Mümmel? Du wärst überrascht, Peppa. Na egal, legen wir los! Frau Mümmels Zeitmaschine bringt alle zurück in die Zeit der Dinosaurier. Sie lebten vor ganz, ganz langer Zeit. Und das sollte reichen. Wir sind da! Na klar doch! Im Dinosaurierdschungel gibt es viel zu sehen. Guck mal, ein Vulkan da! Wow! Und viele Kurzschwanzflugsaurier. Die sind so schön! Aber Schorsch ist nur wegen einer Sache hier. Dinosaurier! Dinosaurier! Oh,
der taucht noch auf. Aber vergiss nicht, echte Dinosaurier waren größer als der hier, Schorsch. Da wir gerade davon sprechen. Oh je, der Dinosaurier ist etwas gruseliger, als Schorsch erwartet hat. Und Pause. Tut mir leid, mein Dinosaurierfreund wollte dir keine Angst machen. So sagen Dinosaurier Hallo, weißt du noch? Dann lass uns zurückbrüllen und auch Hallo sagen. Dann weiß er, dass wir nett sind. Und das Gute an Zeitreisen ist, man kann die Dinge wiederholt erleben. Willst du es vielleicht noch einmal versuchen, Schorsch? Dann wieder von vorn. Bereit, Schorsch? 1, 2, 3. Toll gemacht, Schorsch. Schorsch ist froh, dass Peppa ihm geholfen hat, mutig zu sein. Oh, willst du es noch mal machen? Okay, alles klar. Und Schorsch freut sich riesig, dass er auf einen Dinosaurier getroffen ist. Lieferung für Mama Wutz. Mama Wutz bekommt heute ein Paket geliefert. Oh, danke, Frau Mümmel. Ich weiß ganz genau, was das ist. Peppa und Schorsch werden das hier lieben. Mama Wutz hat eine Eismaschine bestellt, die wie ein... Die sieht aus wie ein Pinguin. Das Obst da ist aus Opa Wutz Garten. Damit machen wir sehr gesundes und sehr leckeres Eis am Stiel. Ja, ja. Guten Tag, Herr Pinguin. Wie bedient man ihn? Oh, ich erinnere mich. Ich hatte so eine in deinem Alter. Wir müssen nur... Mama Wutz weiß nicht mehr, wie die Eis-am-Stiel-Maschine funktioniert. Lesen wir lieber die Bedienungsanleitung. Oh, ja, wir brauchen Eis für Eis am Stiel. Das Eis kommt da rein und dann drehen wir dieses Rad da. Es klingt knusprig. Heb jetzt den Flügel hoch. Oh, das Eis ist ganz matschig. Jetzt geben wir das Obst dazu. Himbeeren, die liebe ich. Und jetzt gießen wir die Himbeereismischung in diese Formen. Schorsch hat die Stiele fürs Eis. Damit halten wir später unser Eis. Gute Arbeit, Schorsch. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sie frieren. Lasst uns noch mehr Eis machen, während wir warten. Blaubeeren, die liebe ich auch. Ich hätte gerne Kiwi, bitte. Und Banane. Peppa und ihre Familie machen den ganzen Tag lang fruchtiges Eis am Stiel. Und haben dabei einen Riesenspaß. Aber irgendwann... Oh nein! Es ist kein Obst mehr da. Was machen wir jetzt nur? Klopf, klopf. Braucht hier zufällig jemand noch viel mehr Obst aus meinem Garten, um was Gesundes und Leckeres draus zu machen? Ja, mehr Eis am Stiel. Leider können wir nicht noch mehr Eis am Stiel machen, wisst ihr? Warum nicht? Na, weil... im Tiefkühlschrank kein Platz mehr ist, bis wir diese hier gegessen haben. Peppa liebt es, Eis am Stiel zu machen. Und ganz besonders leckeres, fruchtiges Eis. Peppa und Schorsch dürfen heute in einem besonderen Hüpflabyrinth spielen. Wir haben es ein bisschen eilig. Also seid bitte so schnell, wie es geht. Tschüss, Mama. Und verirrt euch nicht. Im ersten Raum befindet sich eine große Hüpfburg. Hallo! Wir können hier nicht bleiben. Wir haben es nämlich eilig. Komm schon, Schorsch. Peppa hat den blauen Ausgang genommen. Aber Schorsch nimmt aus Versehen den roten Ausgang. Dieser Raum ist ein Hüpftunnel. Und Luzi Locke ist drin. Hallo, Luzi. Schorsch und ich müssen hier schnell durch, weil wir es eilig haben. Oh,
Tschüss. Schorsch? In diesem Raum hüpft man besonders hoch. Hallo, Luisa. Ist das der Weg nach draußen? Wir haben es eilig. Ja, du musst da durch. Wir haben rausgefunden. Gut gemacht, Peppa. Aber wo ist Schorsch? Ich dachte, er wäre hinter mir. Hat er sich im Labyrinth verirrt? Verirrt? Wir müssen ihn finden. Schorsch hat sich nicht verirrt. Er hat nur einen Riesenspaß. Wisst ihr, wo Schorsch ist? Er ist da lang. Aber Mama Wutz kann nicht so gut hüpfen wie Peppa. Wir kommen, Schorsch. Kein Problem, Mama. Hinfallen macht genauso viel Spaß wie das Hüpfen. Da ist er. Wir kommen, Schorsch. Hurra! Wir haben dich gefunden. Zeit für uns, nach Hause zu gehen. Nein. Schorsch will nicht nach Hause gehen. Ihm macht das Spielen im Hüpflabyrinth zu viel Spaß. Nun, dann müssen wir dich wohl fangen und mitnehmen. Peppa und Schorsch spielen wahnsinnig gern im Hüpflabyrinth. Hab dich. Ich werde dich nie wieder verlieren. Achtung, ich komme. Jetzt müssen wir wirklich los. Und Mama Wutz auch. Du bist stumm geschaltet. Wir hören dich nicht. Mama Wutz macht heute einen Videoanruf. Ach, egal. Lasst uns das später abrunden. Inzwischen... Tut mir leid, ich werde mich jetzt kurz stumm schalten. Bis gleich. Hallo, Mama. Uns ist langweilig. Kannst du mit uns spielen? Ja. Ich bin leider mitten in einem Videoanruf. Dürfen wir auch einen Videoanruf machen? Bittet einfach Papa Wutz mit euch einen zu machen. Komm mit, Schorsch. Oh. Papa Wutz hat einen Videoanruf mit Oma und Opa Wutz gestartet. Hallo, Peppa. Und hallo, Schorsch. Hey, ich möchte auch im Bild sein, Schorsch. Schorsch, kannst du uns hören? Wo ist Peppa? Ich bin hier. Peppa hat sich über Papa Wutz Tablet zugeschaltet. Lasst uns das abrunden, Oma und Opa Wutz. Abrunden? Was meint sie denn? Sie meint wohl eine dieser runden Schaltflächen. Das war falsch. Opa Wutz hat einen Filter eingeschaltet. Ihr seid Roboter. Und Schorsch ist ein Schneemann. Und ich bin ein Spaghetti-Monster. Blub, 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 blub. Man kann viele lustige Filter auswählen. Oh je, was ist das denn jetzt? Aha, das ist besser. Wo gehst du denn hin, Peppa? Jetzt sind zwei Peppas im Bild zu sehen. Hallo! Wenn du redest, hört man jetzt ein Echo, Peppa. Lass uns Mama anrufen. Du bist stumm geschaltet. Ups. Das verstehe sogar ich. Entschuldigt bitte. Wo ist Papa? Ich bin hier. Dinosaurier! Jetzt sind alle beim Videoanruf dabei. Und alle sind jetzt Dinosaurier. Abendessen ist fertig. Es ist Zeit aufzulegen. Tschüss, Oma und Opa. Tschüss, bis bald. Tschüss. Wir haben für heute genug auf Bildschirme geguckt.
Wir können es später abrunden. Wenn ich erwachsen bin, werde ich jeden Tag Fußball spielen. Mit Robotern. Auf einem Piratenschiff. Im Weltraum. Peppa und ihre Freunde zeichnen heute Bilder von sich selbst als Erwachsene. Was hast du gezeichnet, Luzi? Das bin ich. Und ich bin auf dem Mond. Ich werde Astronautin. Und ich werde den ganzen Tag lang mit meinen außerirdischen Freunden herumspringen. Oh, aber Luzi, wenn du auf dem Mond lebst, sehen wir uns nie. Oh, keine Sorge. Ich werde jeden Tag mit meiner Rakete zurückfliegen. Und wir werden ein mega Spaghetti-Picknick machen. Gott sei Dank. Puh, was ist mit dir, Schorsch? Oh. Oh je, Schorsch hat noch gar nichts auf sein Blatt gezeichnet. Du kannst zeichnen, was du willst. Was willst du gerne sein, wenn du erwachsen bist? Du willst ein Vogel sein? Nein. Oh, du wirst Pilot und fliegst einen Düsenjet. Wusch! Du willst Bösewichte bekämpfen. Nein! Ich verstehe es nicht. Oh, diese Dinge fliegen alle. Wenn du erwachsen bist, willst du fliegen können. Was hast du gezeichnet, Peppa? Ich habe uns alle gezeichnet. Wenn ich erwachsen bin, dann werde ich glücklich mit all meinen allerbesten Freunden. Und ich werde auch noch die beste Schlammpfützenspringerin auf der ganzen Welt und dem Mond. Peppa und ihre Freunde werden ganz viele Sachen machen, wenn sie erwachsen sind. Und in Schlammpfützen zu springen, wird ihnen immer Spaß machen. Mama Wutz hat Peppa und Schorsch heute in einen besonderen Spielzeugladen mitgenommen. Hallo, ich suche nach einer Mama und zwei Kindern für ein besonderes Spielzeugerlebnis. Habt ihr sie gesehen? Das sind wir! Ach ja? Worauf wartet ihr denn noch? Los geht's! Hurra! Hier könnt ihr euer ganz eigenes Spezialspielzeug entwerfen. Sucht euch einfach etwas aus. Zur Wahl stehen ein Roboter, eine Prinzessin, ein lustiges Monster und ein Dinosaurier! Ich wusste nicht, dass du Dinosaurier magst. Dinosaurier! Schorsch liebt Dinosaurier. Das sind nämlich seine Lieblingstiere. Dann wissen wir wohl, was er auswählen wird. Viel Spaß! Oh, gute Wahl. Reizend. Ein Astronaut. Ein Monster. Eine Superheldin. Peppa und Schorsch gefällt es, ihr eigenes Spielzeug zu entwerfen. Ihre Vorlieben sind sehr verschieden. Meins ist ein Roboter. Fantastisch! Und mit ein wenig Spielzeugladenmagie baut die Maschine jetzt eure Spielsachen. Jetzt fehlt nur noch die Kleidung für eure Spielsachen. Es stehen viele Kleidungsstücke zur Auswahl. Peppa und Schorsch finden die perfekte Kleidung für ihre neuen Spielsachen. Hurra! Perfekt! Und rein damit! Oh je, die Spielzeugmaschine hat den Spielsachen die falsche Kleidung angezogen. Die Maschine hat die Outfits vertauscht, Frau Mümmel. Oh ja, nun ja, ich finde die Spielsachen immer noch toll und sehr kreativ. Fliegen macht Spaß. Whee!
Warte auf uns, Peppa. Hui! Wow! Was ist denn das für ein Raum? Das ist eine ganz neue Spielzeugmaschine. Wow. Stell dich in der Mitte hin, Peppa. Oh, was macht sie denn da? Stillhalten! Was war denn das? Tada! Die Maschine hat ein Spielzeug gebaut, das genau wie Peppa aussieht. Guck, Schorsch, ich bin winzig klein. Oh. Hui! Und du bist es auch. Peppa und Schorsch macht es Riesenspaß, Spielsachen zu entwerfen. Aber Schorsch liebt es noch mehr, selbst ein Spielzeug zu sein. Oh. Mama, ich muss echt ganz dringend pinkeln. Mama, ich platze gleich. Aha, keine Sorge, Peppa. Hier steht ja schon eine Toilette. Peppa muss heute dringend auf die Toilette. Und diese Toilette ist der Wahnsinn. Wo ist die Toilette? Ach, Peppa, die ist, ich weiß nicht, wo sie ist. Sie ist hier. Musst du auch pinkeln, Schorsch? Nein. Fertig. Jetzt wasche ich mir die Hände. So, die sind sauber. So, welcher Knopf spült die Toilette? Der hier sieht aus wie fließendes Wasser. Peppa hat versehentlich den Händetrockner angemacht. Ups. Vielleicht ist es der hier. Oh. Oder vielleicht der hier. Mama, dürfen wir auch aufs Klo gehen, bitte? Jetzt ist nur noch ein Knopf übrig. Oh, die Toilettenspülung muss der da sein. Oh. Puh, alles erledigt. So, Schorsch, musst du ganz sicher nicht aufs Klo gehen, bevor wir gehen? Nein. Sehr schön, gehen wir. Aber Mama, guck doch, wie dreckig es hier ist. Keine Sorge, das ist ein sehr, sehr schickes Klo. Wir müssen jetzt einfach nur hinausgehen. Wow. Und wie durch Zauberhand, tada! Die sehr, sehr schicke Toilette putzt sich von allein. Diese Toilette ist der Wahnsinn! Oh. Peppa und ihre Familie gehen jetzt nach Hause. Aber nun ist es Schorsch, der herumzappelt. Was hast du, Schorsch? Musst du auf Toilette? Aber wir waren gerade auf der Toilette. Na gut, gehen wir zurück. Ich hoffe, du kannst es noch einhalten. Schorsch muss dringend die sehr, sehr schicke Toilette benutzen. Alle müssen dringend die sehr, sehr schicke Toilette benutzen. Peppa ist heute eine Wissenschaftlerin. Willkommen im Wissenschaftsmuseum. Ah, Peppa und ihre Freunde sind im Wissenschaftsmuseum mit Frau Mümmel. Ihr alle müsst mir dabei helfen, ein paar knifflige Wissenschaftsprobleme zu lösen. Ja! Zuerst müssen wir einen Weg finden, um eine Brücke für dieses Spielzeugauto zu bauen. Und zwar nur aus diesen Materialien. Oh, was ist das? Da ist so viel Zeug. Wir sollten etwas Stabileres benutzen. Ich hab's! Wir brauchen etwas, das leichter ist und weniger spritzt. Nehmen wir das. Peppa benutzt weichen Schaumstoff für ihre Brücke. Der Schaumstoff schwimmt, weil er leicht ist. Und er ist stabil genug fürs Auto. Heureka! Was heißt denn das, Frau Mümmel? Oh, wir Wissenschaftler sagen Heureka, wenn wir etwas rausfinden, so wie hier.
Folge mir nach! Beim nächsten Problem geht es um Farbe. Versuchen wir herauszufinden, wie wir Madame Gazelle grün machen können. Oh. Peppa, du bist blau geworden. Oh, wir müssen bestimmt durch eine grüne Platte gucken. Aber hier ist keine grüne Platte. Aber gelb und blau zusammen ergibt grün. Das stimmt. Mischt man Farben, ergibt das neue Farben. Peppa und ihre Freunde kommen zum letzten Wissenschaftsproblem. Dürfen wir bitte hinunterrutschen, Frau Mümmel? Ja, wir müssen rausfinden, welche Rutsche am schnellsten ist. Stellt euch in Zweierreihen auf. Die Kinder nehmen sich einen Sack und wählen eine Rutsche aus. Fertig, los! Die Grasrutsche ist zu rau, um schnell zu sein. Ta, ta, ta. Diese Stoffrutsche ist noch rauer und langsamer. Und? Aber die Plastikrutsche ist sehr glatt. Deshalb rutscht man darauf sehr schnell. Fantastisch! Ihr habt alle Wissenschaftsprobleme gelöst. Das nennt man Experimentieren. Und was sagen wir, wenn wir etwas herausfinden? Heureka! Madame Gazelle? Wie kommen wir runter? Alle lieben es, Wissenschaftler zu sein. Peppa und ihre Freunde haben einen Riesenspaß im Kinderspielzentrum. Schorsch, alles in Ordnung? Hast du dir wehgetan? Oh, komm her. Der Lärm und die vielen Kinder hier sind wohl etwas zu viel für Schorsch. Suchen wir uns einen stillen Ort, damit er sich beruhigen kann. Ich weiß, wohin. Komm. Alle gehen in einen Ruheraum, damit sich Schorsch wieder wohler fühlt. Die vielen Farben und weichen Gegenstände helfen mir jedes Mal, wenn es laut und hektisch wird. Sehr schön. So, jetzt atmen wir alle ein paar Mal tief ein und aus. Einatmen. Ausatmen. So, jetzt entspannen wir uns. Luzi Locke und Papa Wutz sind sehr entspannt. Aber Schorsch hat sich nicht beruhigt. Guck dir den an. Willst du ihn dir ansehen gehen? Oh, wo geht ihr denn hin? Dieser Bereich des Ruhezimmers ist voller Spielsachen. Guckt mal her. Das hier drückt man. Oui, guck mal her, Schorsch. Wow. Mir ist meine Schmusedecke am liebsten. Das scheint wohl auch nicht das Richtige für Schorsch zu sein. Ich hab's! Kommt alle mit! Peppa hat einen anderen Bereich entdeckt, der Schorsch gefallen könnte. Das ist der Naturbereich. Es ist, als wäre man draußen, nur ist man drinnen. Die Blumen duften so gut! Könnt ihr die Vögel hören? Und das raschelnde Laub! Ich bin so super duper mega entspannt. Lasst uns noch eine Atemübung machen. Einatmen. Lass mich mal, Papa. Wir atmen alle ein und aus. Und ein und aus. Geht es dir jetzt besser, Schorsch? Es ist gut, kurz innezuhalten, wenn man überfordert ist. Schorsch scheint es hier wohl sehr zu gefallen. Können wir noch ein bisschen bleiben? Na klar. Das Ruhezimmer macht alle glücklich. Schorsch gefällt der Naturbereich. Und seine Familie und Freunde sind froh, dass sie ihn aufmuntern konnten. Peppa hat sich heute verkleidet für Luzi Lockes Weltraumparty. Im Partybus. Wir sind wieder sicher gelandet. Im Partybus gibt es viel zu tun. Hallo, Frau Außerirdische.
Haben Sie Luzi gesehen? Ich bin Luzi. Ich bin keine echte Außerirdische. Und ich bin ein Roboter. Ich bin ein Stern. Und ich bin eine Weltraumprinzessin. Zip, zap, zoom. Willkommen an Bord, liebe Kinder. Wer ist bereit für eine Weltraumparty? Ja! Es gibt eine Weltraumtanzfläche. Echt leckeres Weltraumessen. Das schmeckt wie Weltraum. Und natürlich Weltraum-Partyspiele. Wer will Päckchen herumreichen spielen? Im Weltraum! Wenn die Musik stoppt, entfernt ihr eine Schicht Einpackpapier. Du bist dran, Klausi. Hurra! Oh nein, meine Roboterhände können kein Paket aufmachen. Das macht nichts. Roboter können viele andere Spiele spielen. Zum Beispiel Sternschnuppen fangen. Seid ihr bereit? Ja! Und fangen! Oh, beinahe! Ich krieg sie. Ich krieg sie. Ups. Lasst uns was anderes spielen. Klebt das Auge auf den Außerirdischen. Oh, darf ich es bitte versuchen? Ich verbinde dir die Augen, damit du nichts siehst. Und los! Ups, Entschuldigung. Ich finde, es steht mir. Gibt es etwas, das Astronauten und Außerirdische und Sterne und Roboter und Prinzessinnen alle zusammentun können? Tja, wenn ihr euch alle anschnallt, dann können wir abheben in 3, 2, 1. Der Partybus hebt ab, genau wie ein richtiges Raumschiff. Wow. Es macht Spaß, durch den Weltraum zu fliegen. Schaut, eine fliegende Untertasse. Alle haben einen Riesenspaß im Partybus. Eine Außerirdische und ein Roboter. Und ist das eine Astronautin? Juhu! Und alle lieben es, durch den Weltraum zu fliegen. Peppa und ihre Familie sehen sich heute einen Actionfilm im Kino an. Papa, ich muss dringend pinkeln. Komm mit mir. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung. Ist da drin alles okay, Peppa? Ja, ich bin soweit. Tada! Toll, dann schnell zurück zum Film. Oh je. Das Kino hat viele bunte Türen. Und Peppa und Papa Wutz wissen nicht mehr, durch welche Tür sie rausgegangen sind. Ich glaube, es war die blaue Tür, Papa. In diesem Saal läuft ein Meerjungfrauenfilm, den sich Luzi, Locke und ihre Mutter angucken. Hallo, Peppa! Hallo, Luzi. Oh, ich liebe Meerjungfrauen. Können wir uns diesen Film ansehen? Nächstes Mal vielleicht. Guck, eine rosa Tür. Versuchen wir es damit. Ich sehe weder Mama Wutz noch Schorsch. Hinter der rosa Tür sehen sich Herr Bulle und Frau Kuh einen Liebesfilm an. Sie liebt ihn also doch. Nein. Die da war es aber definitiv nicht. Nehmen wir die gelbe Tür. Die gelbe Tür führt zum Vorführraum. Hier arbeitet Frau Mümmel. Oh, hallo ihr zwei. Was macht ihr denn hier hinten? Wir waren auf der Toilette. Aber jetzt finden wir unseren Kinosaal nicht mehr. Nun, ich spiele die Filme von hier aus ab, aber ihr seht sie euch nicht von hier aus an. Aber keine Sorge, ich helfe euch beim Suchen. Kommen in eurem Film Dinos vor? Josh würde ihn lieben. Das wäre was für ihn. Aber es ist leider nicht unser Film. Ist es dieser lustige Film? Nein. Oh,
Was ist hinter dieser Tür? Oh, nein! Hier landen wir das Popcorn. Oh. Ups, Entschuldigung. Kein Problem, das passiert ständig. Das klingt nach unserem Film. Schnell, Papa. Danke, Frau Mimmel. Wo wart ihr so lange? Wir, haben Popcorn besorgt. Peppa guckt sich gern mit ihrer Familie Actionfilme im Kino an. Aber ihre Abenteuer mit Papa Wutz liebt sie genauso. Hallo! Peppa und ihre Familie sind in einem Sandwichladen, um Mittag zu essen. Peppa, in diesem Sandwichladen wird nicht an der Theke bestellt, sondern hier auf diesen Spezialbildschirmen. Oh, tut mir leid. Versuch doch mal ein Sandwich zu bestellen, Peppa. Oh. Hier kannst du die Zutaten auswählen, mit denen dein Baguette belegt werden soll. Ich habe mega Hunger. Ich möchte ein wirklich großes, langes Baguette, bitte. Salat, Tomaten und ganz viel Käse. Peppa wählt sehr viel Käse aus. Daher wird ihr Sandwich immer größer und größer. Ich weiß, dass du hungrig bist, Peppa. Aber das ist wohl etwas zu viel Käse. Oh, okay. Jetzt drückst du hier auf Bestellen, dann wird dein Sandwich gemacht. Die Köche haben Peppas Bestellung erhalten und machen sich sofort an die Arbeit. Es sieht so lecker aus. Und so käsig. Jetzt kann sich Schorsch sein Sandwich bestellen. Guck, dieses Kindermenü kommt mit einer besonderen Überraschung. Überraschung! Schorsch wartet ungeduldig auf seine Überraschung. Jetzt ist Mama Wutz dran mit Bestellen. Ich hätte gerne dasselbe wie immer. Tomatenpilze, 6 Essiggurken, 2 Käsescheiben, Oliven, keine Salatgurken, eine halbe rote Paprikaschote und Chilisauce in einem Vollkornbaguette. Hast du Salatgurken gesagt? Nein! Schorsch, nein! Schorsch, nein! Ich schätze mal, es ist gut, was Neues auszuprobieren. Peppa und Schorsch genießen ihr Mittagessen, während Mama Wutz noch auf ihr Spezialsandwich wartet. Es ist so käsig. Dinosaurier! Überraschung! Jetzt wird Mama Wutz Brötchen zubereitet. Es wird etwas größer, als sie erwartet hat. Es ist fertig, Mama! Oh! So, groß. Das kann ich niemals alleine aufessen. Wollen Sie mitessen? Oh, es ist ziemlich scharf, oder? Aber wirklich lecker. Mein neues Lieblingssandwich. Alle genießen ihre Sandwiches. Sogar Mama Wutz, die eigentlich ein anderes Sandwich wollte. Bis gleich, Mama. Bis dann. Papa Wutz muss etwas aus seinem Büro mitnehmen. Und Peppa und Schorsch begleiten ihn. Entschuldigung, Herr Löffel. Schorsch gefallen die vielen Tasten im Lift. Oh je, vor lauter Tastendrücken ist der Lift jetzt kaputt. Guck, was du angestellt hast. Keine Sorge, Schorsch. Ich bin sowas wie ein Lift-Experte, weißt du? Die Tasten im Lift funktionieren nicht. Hallo, willkommen im Lift. Ist das ein Zauberlift? Nein, aber er reagiert auf Sprache. Wir müssen ihm nur ansagen, wo wir hinwollen. Viel einfacher. Hallo, Lift. Wir wollen in mein Büro, wo ich Geld verdiene. Der Lift funktioniert wieder. Ja! Zweiter Stock, Büro der Bienen. Aber er hat sie nicht zu Papa Wutz' Büro gebracht. Nein, nicht Büro der Bienen. Büro, bitte sehr. Sechster Stock, Büro, Kammer.
Brombeer. Ich liebe Käse. Zu meinem Schreibtisch. 16. Stock, ein Fisch. Dover Zauberlift. Der Lift scheint Papa Wutz' Stimme nicht zu verstehen. Lass mich zu Papas Büro. Ganz einfach. Wir erreichen jetzt das Dach. Nicht das Dach. Papas Büro, bitte. Peppa und ihre Familie versuchen weiter, Papa Wutz' Büro zu erreichen. Aber der Zauberlift bringt sie in die falschen Stockwerke. Tschüss. Auch gruselige Stockwerke. Hallo! Und Stockwerke, in denen man tanzt. Aber das richtige Stockwerk ist nicht dabei. Bis... Mein Büro! Hurra! Hallo, Mama Wutz. Wir hatten nur ein paar Probleme mit dem Lift. Wir sind gleich da. Peppa und Schorsch finden den Zauberlift genial. Doch Papa Wutz nimmt jetzt lieber die Treppe. Heute ist Pfannkuchentag. Daher essen Peppa und ihre Familie in einem schicken Pfannkuchenrestaurant. Hallo, ich bin heute eure Köchin. Ich backe die Pfannkuchen hier vor euch und ihr helft mir dabei. Was für Pfannkuchen können wir denn machen? Welche auch immer du willst. Wir haben hier viele leckere Zutaten. Für mich den Spezialpilzepfannkuchen, bitte. Einen bananeleckeren Bananenpfannkuchen mit extra Bananen für mich, bitte. Gut, kommt sofort. Frau Mümmel kann gut Pfannkuchen backen. Danke. Jetzt ein wenig Farbe. Und jetzt die Pilze. Bananen und extra Bananen. Und jetzt kommt das Allerbeste. Riechen. Essen. Ihn wenden. Ganz genau. Juhu. Frau Mümmel kann sehr gut Pfannkuchen backen. Wow. Tada. Wow. Yay. Was hättet ihr zwei gern in euren Pfannkuchen? Für mich einen schokoladigen Schokopfannkuchen mit Schokolade, bitte. Oh, du bist aber ein Schleckermaul. Und du, Schorsch? Grün. Gut. Oh, Erbsen und Tomaten für Schorsch. Und Ananas, Kokosnuss, viel Kohl. Und das? Nein, das ist scharfer Chili. Peppa. Peppa und Schorsch schmecken viele verschiedene Zutaten auf Pfannkuchen. Also wählen sie auch viele aus. Ja. Helft ihr mir beim Wenden? Ja. Gut, ich zähle bis drei und dann werden wir sie vorsichtig wenden. Eins, zwei, los! Peppa und Schorsch haben ihre Pfannkuchen hoch in die Luft geschleudert. Und auf Herrn Bulles Teller. Oh, lecker. Danke vielmals. Er ist süß und schmackhaft, knusprig und scharf. Sehr lecker. Das ist ein spezieller Überraschungspfannkuchen. Pfannkuchen? Peppa und Schorsch lieben es, spezielle Überraschungspfannkuchen zu backen. Für euch zwei müssen wir wohl einen neuen machen. Ja! Aber noch lieber essen sie die fertigen Pfannkuchen. Peppa und ihre Familie sind heute auf dem Stadtfest und gucken sich den Kuchenwettbewerb an. Ich freue mich riesig auf die Kuchen. Oh, was macht dieser Schuh hier? Oh,
Das ist kein Schuh. Das ist mein Kuchen, Peppa. Das ist ein Wettbewerb für Kuchen, die wie andere Dinge aussehen. Aber wenn die Kuchen nicht wie Kuchen aussehen, wird das die Leute verwirren. Das ist ja das Ziel. Wollt ihr mir dabei helfen, den besten Kuchen zu finden, der nicht wie Kuchen aussieht? Ja, bitte. Peppa will Papa Wutz mit einem Kuchen reinlegen, der wie ein Telefon aussieht. Ring, 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 ring. Hallo? Oh, das ist ja Kuchen. Ihr seid ja sehr lustig. Oh. Möchtest du eine Tasse Tee, Mama? Danke, sehr gerne. Oh, dieser Tee ist ja ein Kuchen. Wir haben dich reingelegt. Gratulation, Ihre ist die größte Karotte. Ups. Hey. Tut mir leid. Leider ist dieser Preis für die größte Karotte, nicht für den größten Karottenkuchen. Aber das ist ein sehr leckerer Karottenkuchen. Es ist soweit. Herr Bulle verleiht jetzt den Preis für den besten Kuchen, der nicht aussieht wie Kuchen. Der beste Kuchen, der gar nicht aussieht wie Kuchen, ist der hier. Oh. Eigentlich ist das mein Mittagessen. Oh ja, natürlich. Tja, in dem Fall ist der Gewinnerkuchen der hier. Er ist sehr realistisch. Nein. Oh. Aber das hier ist doch Schorsch. Oh, jetzt falle sogar ich darauf rein. Dann gewinnt den Preis dieser hier. Frau Locke hat den Preis gewonnen. Seht ihr, er sieht aus wie ein Schokoladenkuchen, aber in Wirklichkeit ist es Erdbeerkuchen. Oh. Peppa, reichst du uns bitte den Pokal? Ja, hier ist Ihr Pokal. Hä? Der Pokal ist auch aus Kuchen. Jetzt dürfen alle ein Stück Kuchen essen. Allen gefällt es, Kuchen zu essen, die wie andere Dinge aussehen. Oh je, ich habe meinen Hut verloren. Ah. Oh. Und allen gefällt es, von den Scheinkuchen reingelegt zu werden. Bereit oder nicht, ich komme. Peppas ganze Familie spielt heute gemeinsam Verstecken. Mama Wutz ist die Sucherin. Aha, hab dich. Oh nein, dann helfe ich dir jetzt dabei, Peppa und Schorsch zu finden. Oh, ich hab wirklich keine Ahnung, wo die beiden sein könnten. Sehen wir mal in der Küche nach, bei der Teekanne mit dem frischen Tee. Wir haben's geschafft. Wir sind die besten Verstecker aller Zeiten. Peppa und Schorsch suchen sich jetzt ein neues Versteck. Verstecken wir uns im Schrank, unter der Treppe. Das wird unser neues Geheimversteck. Wo könnten sie nur sein, Papa Wutz? So werden wir sie sicher niemals finden. Mama und Papa suchen uns sicherlich überall. Wir müssen einfach weitersuchen, Mama Wutz. Die tauchen schon auf. Kekse? Peppa und Schorsch bleiben für eine Weile in ihrem Geheimversteck. Jetzt sind sie schon lange hier. Und jetzt sind sie schon ewig in ihrem Versteck. Ich glaube, die werden uns niemals finden. Oh, lass uns Spielsachen holen, damit uns nicht langweilig wird. Hier sind sie nicht. Hier auch nicht. Und hier. Aber hier auch nicht. Such weiter. Find sie nur. Peppa und Schorsch nehmen viele Spielsachen mit in ihr Geheimversteck. Kommt raus, wo immer ihr seid. Oh. Wo seid ihr? Wo kommt der denn her? Papa Wutz, alles in Ordnung?
Nun, zum Glück bist du dran mit Staubsaugen. So, viel besser. Dinosaurier. Oh! Wo könnten Peppa und Schorsch denn sein? Unter der Treppe nicht, so viel ist sicher. Peppa und Schorsch sind wohl die besten Verstecker auf der ganzen Welt. Allen macht das Versteckenspielen Spaß. Und Peppa und Schorsch lieben ihr Geheimversteck ganz besonders. Peppa und Schorsch machen sehr viel Lärm. Peppa, wollt ihr nicht lieber im Wohnzimmer spielen? Oh, nehmt diese Klebezettel hier und macht damit Bilder. Okay, Mama. Ja! Ah, viel besser. Ja! Fertig, Mama. Jetzt schon? Das war schnell. Oh, wow. Das hier ist Mama und das da ist Papa. Und Schorschs Bild ist... Dinosaurier! Das sieht genauso aus wie ich, Peppa. Sehr schön. Was ist das da auf dem Boden? Eine Schlammpfütze. Klar ist es das. Wisst ihr, man kann auf den Klebezetteln auch sehr gut Bilder malen. Wie Hinweise für eine Schatzsuche? Naja, ich dachte eigentlich an... Komm mit, Schorsch. Oh. Fertig! Peppa und Schorsch haben aus den Klebezetteln Wegweiser gemacht. Oh, das ist echt aufregend. Folgt den Spuren, um den Schatz zu finden. Los! Mama und Papa Wutz folgen den Spuren, um den Schatz zu finden. Sie suchen in Peppas Bett, in der Badewanne, im Gang und schließlich... Wow, sieh dir das an. Das sind Klebezettel. Es ist ein Festmahl. Richtig, ja, ein Festmahl. Peppa und Schorsch haben Spiegeleier gemacht, Tomatensuppe und sogar... Oh, Toast mit Zuckerwatte. Alles aus Klebezetteln. Wieso spielt ihr jetzt nicht was anderes und wir räumen, essen all das hier auf? Spielt verkleiden. Okay, Mama, komm mit, Schorsch. Wir machen den Abwasch später. Das höre ich oft. Wir haben alles aufgegessen. Es war ganz köstlich. Und wir haben uns verkleidet. Peppa und Schorsch haben aus den Klebezetteln Kostüme gemacht. Oh. Tja, ich schätze, ich bin das Klebezettelmonster. Und ich bin das noch viel klebrigere Zettelmonster. Peppa und Schorsch macht das Spielen mit Klebezetteln sehr viel Spaß. Und am allermeisten dann, wenn Mama und Papa Wutz mitspielen. Die Kinder besuchen heute den Keramikladen, weil Gerald Giraffe Geburtstag hat. Bitte, Herr Bulle. Ich bin es nicht, ehrlich. Hallo allerseits. Hier lang. Machen Sie bitte nichts kaputt, Herr Bulle. Ihr dürft alle Keramikgegenstände bemalen. Wie auch immer ihr wollt. Die einzige Regel ist, habt Spaß. Ich werde eine Tasse bemalen für Mama und Papa. Oh, ich auch. Und ich auch. Werd ich auch. Ich auch. Gerald Giraffe kann sehr gut malen. Das sieht klasse aus, Gerald. Danke, Peppa. Was malst du denn? Ich male auch eine Giraffe. Ich auch. Und ich auch. Ich auch. Oh. Alle wollen eine Giraffe malen. Genau wie Gerald. Wie malt man eine Giraffe, Emily? Ich weiß es nicht. Ich kopiere einfach Luzi. Und ich kopiere Peppa. Und ich kopiere Gerald. Peppas Freunde malen alle voneinander ab. Fertig.
fertig. Fertig. Ich auch. Ja. Meine sieht komisch aus. Meine ja, auch. Das ist doch klar, weil ihr habt alle voneinander abgemalt. Ihr habt sicher mehr Spaß, wenn ihr malt, was ihr malen wollt. Oh. Oh. Puh, Entschuldigung. Ich bemale das. Es sieht aus wie das Boot von Papa. Ich bemale eine Schüssel für die Brille meiner Oma. Sie verliert sie nämlich immer. Ich bemale eine Teekanne für meine Mama mit einem großen Rüssel. Und ich male eine schöne Schlammpfütze für meinen Papa. Alle malen jetzt etwas, das ihnen wichtig ist. Und allen macht es großen Spaß. Papa, schau dir mein Bild an. Ich hab das für dich gemacht. Wow, Peppa, es sieht aus wie eine riesige Schlammpfütze. Allen gefallen ihre bemalten Keramikgeschenke. Ah. Oh, ich denke, Sie könnten noch etwas von den Kindern lernen, Frau Mümmel. Aber das sind... Oh. Okay, das war wirklich ich. Entschuldigung. Peppa und ihre Familie sind in den Supermarkt gegangen, um den Wocheneinkauf zu erledigen. Piep. Mit diesem speziellen Gerät können sie die Lebensmittel während des Einkaufs scannen. Wir haben Kartoffeln, Milch, Brot. Oh, Achtung, Peppa! Wow! Oh. Und Bohnen. Tut mir leid, Herr Bulle. Der Supermarkt schließt in 2 Minuten. Bitte begeben Sie sich zur Kasse. Wir müssen uns beeilen. Dieser Einkaufswagen hat ein mega wackeliges Rad, Mama. Nimm den hier, Peppa. Der ist weniger wackelig. Aber das Gewackel macht doch Riesenspaß. Wackeln, wackeln. Wenn du meinst, aber ich wette, meiner ist schneller. Machen wir ein Rennen. Oh, oh wirklich? 1, 2, 3, los. Schon ist sie fort. Warte auf uns. Jetzt brauchen wir Cornflakes. Schnell, Schorsch. Erledigt! Peppa und Schorsch gehen in Führung. Und was jetzt, Papa? Oh, Käse. Hab ihn! Piep! Oh! Jetzt Pasta! Piep! Trauben! Piep! Tiefkühlerbsen. Hier, bitte sehr. Piep. Und als letztes fehlt uns nur noch Toilettenpapier. Oh. Hm. Das Toilettenpapier befindet sich ganz am anderen Ende des Supermarkts. Hallo, liebe Kunden. Der Supermarkt schließt in wenigen Augenblicken. Jetzt aber schnell. Pass auf! Wir laufen zu schnell. Peppas Familie hat das Toilettenpapier gefunden. Sogar richtig viel Toilettenpapier. Na gut, Leute. Der Laden hat jetzt definitiv geschlossen, sobald das ganze Toilettenpapier bezahlt wurde. Peppa und ihre Familie lieben es, im Supermarkt einzukaufen. Insbesondere Toilettenpapier. Heute Abend wollen Mama und Papa Wutz auswärts ein Valentinstagsessen genießen. Mama Wutz hat ein Taxi bestellt. Es ist schon fast da! Hurra! Ah. Oh. Bitte einsteigen, Madame! Oh.
Mama Wutz hat versehentlich ein Spezialtaxi bestellt, das man Limousine nennt. Eine Limousine? Wie romantisch. Kitzlig! Wohin geht's, meine Damen und Herren? Zum Haus von Oma und Opa Wutz, bitte, wenn Sie so freundlich wären. Peppa und George werden dort Abendessen. Abendessen! Okay, beruhigt euch mal, ihr zwei. Ah, diese Musik erinnert mich an Venedig. Die Reise nach Venedig war wundervoll. Jetzt ist es eine Disco-Limo! Oh. Das hier gab es in Venedig nicht. Lust auf Schokolade, Mama Wutz? Oh, darf ich davon? Kriegen wir auch ein paar, Papa? Schokolade! Okay, aber nicht zu viele. Peppa und George lieben Schokolade. Vielleicht sogar etwas zu sehr. Dann werde ich die hier nehmen. Können wir wieder die Disco-Musik hören? Nur bis wir bei Oma und Opa Wutz ankommen. Bitte. In Paris, Opa Wutz. Jeder liebt es, Valentinstag zu feiern. Aber Mama und Papa Wutz genießen die Fahrt in der Disco-Limo am allermeisten. Peppa und George führen heute ein Restaurant. Hallo, wir haben eine Reservierung im Restaurant beim lieben Dinosaurier. Schauen wir mal, Frau Mama und Herr Papa. Aha, Sie sind zu spät. Hier entlang, bitte. Sie kochen heute ein romantisches Abendessen für Mama und Papa Wutz. War der Weg lang? Tja, heute ist auch wirklich sehr, sehr viel Verkehr. Oh, der Verkehr war... Hier die Speisekarte. Wow, das sieht lecker aus. Ich schätze, ich nehme als erstes... einen Salat. Oh, ich auch, bitte. Salat kommt sofort. Oh. George arbeitet schwer in der Küche. Gute Arbeit, Koch George. Das ist echt ziemlich romantisch. Hallo. Oh. Zwei wirklich leckere Salate. Oh, klar. Mein Kompliment an den Koch. Ja, exquisit. Dankeschön. George macht gerade den Hauptgang. Spaghetti. Hallo, Koch George. Ein Cody-Hemd an den Koch. Sehr exquisit. Das erinnert mich an das, was du bei unserem ersten Date gekocht hast. Meine matschigen Salate sind wirklich legendär. Haben Sie Lust auf romantische Musik? Oh ja, habt ihr etwa... Komm her, George! Peppa und George spielen gern romantische Musik. La, 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 romantisch! Und zwar besonders gern sehr laut. Ja, hurra. Gut gemacht. Gut gemacht. Zugabe, Zugabe, ich meine, bravo. Gut gemacht, George. Wir lassen Sie jetzt alleine. Ein wenig Frieden und... Die Spaghetti sind da. Bon Appetit. Ja, ein wenig Frieden und... Pudding! Das macht dann 2000
Million Euro, bitte. Oh, so günstig. Danke, Peppa. Bitte sehr. Oh. Und danke auch an Koch Schorsch. So, und was macht ihr mit dem ganzen dreckigen Geschirr? Oh nein, es ist Schlafenszeit. Dann gute Nacht, Frau Mama und Herr Papa. Aber es ist erst 16:30. Das Restaurant beim lieben Dinosaurier hat geschlossen. Oh. Papa und Mama Wutz fahren heute mit Autoscootern auf dem Jahrmarkt. Du kriegst mich nicht, Luisa. Oh, doch, warte nur. Wir haben etwas entdeckt. Eine Wildwasserbahn. Da spritzt es extrem. Ich liebe es, wenn es spritzt. Man wird nass. Mama Wutz mag keine Fahrgeschäfte, bei denen man nass wird. Wie wäre es mit einem Fahrgeschäft, bei dem es nicht spritzt? Wie diese Bank hier. Oh, das macht Spaß. Ui. Hier setzen wir uns hin, aber nachher. Komm schon, Mama! Alle sind bei der neuen Wildwasserbahn angekommen. Sie heißt Selleriestick-Wasserfall. Stopp! Oh, das spritzt ja gewaltig. Ja, es spritzt ganz, ganz extrem. Erwachsene nach vorne! Das heißt, du, Mama Wutz, sitzt hier. Oh, klar. Okay. Tief vergnügen! Oh, hier ist es ja ganz nett. Zuerst steigt das Boot ganz hoch hinauf. Plitsch, platsch, nass. Wir haben alle Spaß. Nicht jeder hier wird gerne nass. Juhu! Soll es ein bisschen spritzen, viel spritzen oder extrem spritzen? Es soll extrem spritzen, bitte. Ja! Okidoki, bereit? Ja! Nein. 5-1 und los geht's! Die Wasserbahnfahrt ist sehr rasant und es spritzt gewaltig. Ja, endlich bin ich dran. Yay! Das war fantastisch! Es hat wirklich sehr extrem gespritzt. Mama, was tust du denn da? Das Gespritze war fantastisch! Fahren wir nochmal! Jetzt liebt Mama Wutz es auch, wenn es extrem spritzt. Hallo! Hi! Peppa und ihre Familie gehen ins Luftballongeschäft, um einen Spezialluftballon für eine Gartenparty abzuholen. Frau Mümmel, wir holen unseren umweltfreundlichen, recycelbaren Luftballon. Wow! Das Luftballongeschäft ist voller Luftballons. Frau Mümmel? Bums! 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 Oh. Oh, ihr habt mich gefunden! Seit Dienstag früh versuche ich schon, hier rauszufinden. Oh. Jetzt ist bestimmt schon Mittagszeit. Es ist Mittwoch, Frau Mümmel. Oh, jedenfalls sind alle eure hübschen, umweltfreundlichen, recycelbaren Luftballons bereit für eure Party. Alle? Aber wir haben nur einen bestellt. Also hier steht 1000 Ballons für Mama Wutzes Party. Aber so viele brauchen wir nicht und wir müssen sie nutzen. Was können wir damit tun? Ich hab's! Oh. Lasst sie uns aufteilen! Peppa und ihre Familie verschenken die extra Luftballons an die anderen Leute in der Stadt. Ups. Oh, merci. Und ihr zwei kriegt auch eine. Bitte sehr. Der ist rot. Den grünen kriegst du. Puh.
Jetzt sind nur noch 992 übrig. Damit werden wir doch niemals wirklich fertig werden. Oh, und wir müssen noch die Party vorbereiten. Ich habe eine tolle Idee. Nehmt euch alle ein paar Luftballons und folgt mir. Die Party beginnt gleich und schon treffen die ersten Gäste ein. Hallo, Luzi. Das ist dein Luftballon. Oh, danke schön. Frau Mümmel hat mit den vielen Luftballons aus der Gartenparty eine Luftballonparty gemacht. Frau Mümmel kann aus einem Luftballon so gut wie alles machen. Und auch jeden. Hier für euch. Der sieht aus wie ich. Und der hier sieht aus wie ich. Das ist das Luftballonrennen. Achtung, Papa. Es macht nichts, wenn dir ein Luftballon zerplatzt. Es sind ja noch ganz viele übrig. Bums. Mama Wutzes Gartenparty hätte allen bestimmt Spaß gemacht. Aber die Luftballonparty gefällt allen Gästen noch viel mehr. Vorwärts, mein Supermarkt-Team. Ich schieb den Wagen. Ich habe die Einkaufsliste. Dinosaurier! Hurra! Peppa und ihre Familie sind heute im Supermarkt. Mama, wir gehen an allen Regalen vorbei. Und warum macht deine Tasche so viel Lärm? Wir sind da! Wow! Das hier ist ein Spezialbereich innerhalb des Supermarkts. Er heißt Nachfüllstation. Aber wie tragen wir so die Lebensmittel? Aha, damit hier! Man bringt seine eigenen Behälter zur Nachfüllstation und füllt diese dann mit Lebensmitteln. Na gut, Team. Peppa und ich lesen euch die Einkaufsliste vor. Peppa und Schorsch, ihr dürft die Behälter füllen. Bereit? Ja. Und am Ende gibt es als Belohnung Mittagessen. Ja. Los geht's. Als erstes brauchen wir Reis. Hab ihn. Schorsch, wir brauchen noch einen Behälter für den Reis. Das ist ein Eierkarton, Schorsch. Oh je, Peppa und Schorsch haben den Reis in den Eierkarton gefüllt. Was kommt jetzt? Oh, Cornflakes. Oh. Ist das nicht eine Milchflasche? Die ist perfekt, Schorsch. Oh, wir haben nur ganz wenig verschüttet. Danke für die Hilfe, Dinosaurier. Als nächstes Milch. Oh je, die Milchflasche ist schon mit Cornflakes gefüllt. Nun weiß niemand so recht, wohin die Milch kommen soll. Schorsch schlägt vor, den Saftkarton dafür zu benutzen. Gute Idee, Schorsch. Weiter. Das nächste ist, Orangensaft. Oh, Peppa und Schorsch haben gerade Milch in den Saftkarton gefüllt. Dafür müssen wir wohl den Reissack nehmen. Guck, wie das wackelt. Das wackelt so lustig. Und als letztes brauchen wir Pasta. Los! Ich schätze, wir essen viel Pasta diese Woche. Jetzt müssen die Lebensmittel zur Kasse gebracht und bezahlt werden. Was ist das denn da drüben? Da haben wir einen Eierkarton mit Reis, eine Milchflasche mit Cornflakes, einen Saftkarton mit Milch, einen Beutel Pasta und einen Sack Orangensaft. Also das Übliche. Dinosaurier! Oh, und Schorschs Dinosaurier hat ein paar Cornflakes gegessen. Hi. Peppa geht heute in Luisa Löffels Bau. Tschüss, Mama. Peppa ist heute bereits in Luisa Löffels Bau. Peppa ist hier, um ein neues Videospiel zu spielen. Es heißt Karottenfinder. Möchtest du es spielen? Ja, bitte. Ich
Ich bin wirklich einsame Klasse im Spiele spielen. Oh je, Peppa weiß nicht, wie man das Spiel startet. Ich bin wirklich einsame Klasse im Spiele spielen. Aber es würde vielleicht mehr Spaß machen, wenn du das Spiel startest, Luisa. Oh ja, ich wusste das. Als erstes suchst du ein Häschen aus. Dann hoppelst du herum und findest die Karotten. Oh ja. Peppa ist einsame Klasse im Spielen von Videospielen. Aber bei dem hier braucht sie vielleicht etwas Hilfe. Oh. Zeigst du mir, wie man Karotten findet, Luisa? Genau so. Ja! Ich bin gut darin. Oh. Ich bin dran. Wow! Luisa Löffel ist wirklich einsame Klasse in diesem Spiel. Wow! Du kannst wirklich super gut Karotten finden, Luisa. Ich habe ja auch ganz viel Übung darin. Wollen wir jetzt zusammen spielen? Man kann als Team spielen. Ja! Juhu! Hab sie! Ja. Hier ist eine! Da ist eine! Wie? Karotten! Neue Rekordpunktzahl! Hurra! Peppa und Luisa sind zusammen ein sehr gutes Team. Rosi, Robby, was macht ihr denn da? Oh. Hallo, ihr beiden! Habt ihr die Zwillinge gesehen? Sie sind mit unserem Essen davon. Wir werden sie finden. Wir können nämlich gut Karotten finden. Und Babyhäschen. Ein hab ich, Rosi. Hab dich. Hier ist Nummer 2. Robby, hab ihn. Ist noch gut. Peppa und Luisa sind sehr gute Karottenfinder. Ja! Hurra! Das Essen ist gerettet. Im Grunde sind Peppa und Luisa sogar wirklich einsame Klasse im Karottenfinden. Peppa und ihre Familie sind heute in einem Wissenschaftsmuseum. Sie freuen sich schon riesig auf eine Ausstellung, bei der es nur um Magnete geht. Oh, das sind keine Magnete. Das sind Fische. Diese Fische sind aus Metall, Peppa. Hm. So können wir sie herausangeln mit den Magneten da. Wow, Angelruten. Genauso wie auf Opa Woods Boot. Seid vorsichtig. Magnete können sich leicht verfangen. Peppa und Schorsch angeln viele Metallfische. Und auch eine Metallbrille. Und eine Metallschlüssel. Und noch weitere verschiedene Metallobjekte. Stopp! Gebt ihr mir bitte meine Uhr zurück? Ups! Entschuldigung! Danke sehr! Au revoir! Tschüss! Da ist sie ja. Oh, und weg ist sie. Benutzt die Magnete und bringt damit den magnetischen Schleim möglichst schnell ins Ziel. Oh, magnetischen Schleim? Springen wir hier drauf. Vielleicht kriegen wir dann Schleim. Klar, Platsch. Oh. Hier, eure Magnete. Wow. Fertig. Los! Im Schleim ist ein wenig Metall, damit er an den Magneten anhaftet. Ich bin vorn! Ich bin vorn! Und der Sieger ist... ich kann nicht sehen, wer gewonnen hat. Oh! Was war das? Oh! Guck, Schorsch! Aber was haben Fotos von uns mit Magneten zu tun? Aha! Wow!
Die Fotofläche ist magnetisch. So kann man mit den kleinen Metallstücken auf den Stiften die Fotos bemalen. Oh, sehr kreativ, Schorsch. Dinosaurier! Gefällt es dir, Papa? Ich sehe toll aus, Peppa. Oh, nicht schon wieder. Alle sind begeistert von der Magnetausstellung im Wissenschaftsmuseum. Naja, alle bis auf Papa Wutz. Peppa Wutz und ihre Freunde sind heute ins Aquarium gegangen. Und sie tun alle so, als seien sie Fische. Miau, was ist das? Wow! Das ist ein Tintenfisch. Er hat 8 lange, lustig wackelnde Beine. Oh. Eigentlich hat ein Tintenfisch nur 2 lustig wackelnde Beine. Die restlichen 6 sind lustig wackelnde Arme. Wackel, 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 wackel. Oh. Oh. Wow. Wow. Ich hätte auch gern eine Regenbogenflosse. Ja. Lass uns Meerjungfrauen sein. Aber wir haben keine Meerjungfrauenflossen. Die stellen wir uns vor. Hurra! Peppa und Luzi tun so, als seien sie Meerjungfrauen mit langen, hübschen Flossen. Hallo, Seepferdchen. Wir können genauso herumschwimmen wie ihr. Hui! Das ist so wunderschön. Was ist das? Das ist eine Auster. In ihr befindet sich eine Perle. Eine Perle? Was ist eine Perle? Ein sehr hübscher Gegenstand, der wunderschön funkelt. Dürfen wir sie öffnen und sehen? Austern öffnen sich erst, wenn sie bereit sind. Wir müssen also geduldig sein. Ich kann die Perle nicht sehen. Verzeihung, Herr Auster, machen Sie uns bitte auf. Wir sind auch so geduldig. Sagen Sie ah, wie bei einem Zahnarzt. Oh, es klappt einfach nicht. Die kitzeln extrem. Kitzeln wir sie, damit sie aufgeht. Die Meerjungfrauen Peppa und Luzi kitzeln die Auster, um sie dazu zu bringen, dass sie sich öffnet. Sie kitzeln und kitzeln und kitzeln. Aber die Auster öffnet sich immer noch nicht. Es funktioniert nicht. Wir werden die Perle nie sehen. Wir müssen einfach abwarten. Schön. Die Auster hat sich endlich geöffnet. Und die Perle darin ist wirklich sehr hübsch. Wackel, wackel. Ich würde so gerne die Perle sehen. Kann man sie denn irgendwie öffnen? Nein, Klausi. Wir müssen Geduld haben. Jeder weiß, dass es schwer sein kann, geduldig zu sein. Aber Peppa und Luzi wissen, dass sich das Warten für die wunderschöne Perle auszahlt. Hurra! Marmelade, Eier, Tomaten, Kokosnuss und Wackelpudding. Es ist Muttertag und Peppa und Schorsch wollen Mama Wutz mit einem ganz besonderen Frühstück überraschen. Oh, ihr habt ja schon ohne mich angefangen. Was soll es denn geben, kleine Köche? Toast! Oh! Toast! Mit allem drum und dran! Gut, lasst uns loslegen. Oh, guck dir das an, Peppa. Gut gemacht, George. Ups, das war etwas zu viel. Vorsicht, George. Geben wir uns Mühe. Mamas Frühstück muss besonders gut werden, damit sie sieht, wie lieb wir sie haben. Ganz genau. Toast! Tada!
Jetzt ist die Marmelade dran. Mama liebt Toast mit Marmelade. Auch Schorsch liebt Toast mit Marmelade. Mama Wutz freut sich schon riesig auf ihr leckeres Frühstück im Bett. Aber das Frühstück riecht etwas angebrannt. Der Toast, Papa, der Toast! Eine Sekunde, Peppa. Diese Toastscheiben kommen besser nach unten. Gute Idee. Schnell, Mama Wutz wird bald aufwachen. Schorsch! Schorsch hat Marmelade so gern, dass er alle Marmeladentoasts aufgegessen hat. Zum Glück gibt es noch viele andere Zutaten. Eier und Bohnen. Tomaten und Salatgurken. Käse und Senf. Wackelpudding. Eine ganze Kokosnuss. Ja! Ich sehe mal besser nach Ihnen. Eins, zwei, drei. Alles Gute zum Muttertag! Was für eine Überraschung! Es gibt Toast mit allem drum und dran. Mit allem bis auf Marmelade. Mama Wutz schmeckt ihr Toast mit allem drum und dran. Auch ohne Marmelade liebt sie ihr Muttertagsfrühstück. Peppa und Schorsch spielen heute im Sandkasten. Peppa spielt mit Spielzeugautos. Sie hat ein Feuerwehrauto, einen Krankenwagen, einen Bagger und... Schorsch, wo ist das Polizeiauto? Das Polizeiauto ist im Sand verschwunden. Wo hast du es hingelegt, Schorsch? Polizeiauto... Ist schon gut. Gemeinsam werden wir es finden. Das wird ein... Abenteuer! Peppa und Schorsch tun so, als wären sie in einer großen Sandwüste. Nehmen wir das Feuerwehrauto. Und Schorsch suchen den Sandkasten mit dem Feuerwehrauto ab. Finde ich auch. Lass uns was trinken. Zum Glück ist der Schlauch voll gefüllt mit Orangensaft. Peppa und Schorsch lieben Orangensaft. Komm jetzt. Wir müssen doch immer noch das Polizeiauto finden. Da drüben. Das klingt wie... Polizeiauto. Ich hab ja gesagt, wir finden es. Ja. Ja. Wir müssen es nur noch ausgraben. Piep, 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 piep. In diesem Tempo brauchen wir dafür ewig. Wo willst du hin, Schorsch? Du bist ja jetzt ein Riese. Peppa und Schorsch haben das Polizeiauto gefunden. Nino, Nino! Piep, piep, piep. Weißt du, wo der Bagger ist, Schorsch? Jetzt wartet wohl noch ein Abenteuer auf die beiden, um den Bagger wiederzufinden. Herr Bulle führt heute vor dem Spielgruppenhaus Bauarbeiten durch. Was machen Sie denn da, Herr Bulle? Ich baue einen neuen Weg, Peppa. Das machen
Wir hier auch gerade. Ja, wir sind auch Baumeister. Ach ja? Oh, ja. Ist das so? Tja, dann tragt ihr besser die hier. Schau mal. Ich baue jetzt einen neuen Weg. Peppa und ihre Freunde tun so, als seien sie Baumeister. So wie Herr Bulle. Alles klar, an die Arbeit. Wie baut man denn einen Weg, Peppa? Ganz einfach. Ich weiß nicht. Wie baut man denn eigentlich einen Weg, Herr Bulle? Nun, als erstes buddle ich hier einen Graben mit meinem Bagger, Peppa. Oh ja, wir buddeln eine Gerade mit unserem Packer. Ich buddel, 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 ich buddle einen Weg. Buddel, buddel, buddel und später gibt's ein Steak. Wir buddeln und buddeln, buddeln einen Weg. Buddeln und buddeln, der Weg wird sicher schräg. Und was machen Sie da jetzt, Herr Bulle? Ich mache jetzt Beton, Peppa. Den fülle ich in dieses Loch. Siehst du? Der neue Weg wird aus Beton gemacht. Einem ganz harten Material. Oh ja, lasst uns doch auch Beton machen. Klaro. Oh, ups. Aha, Beton. Peppas Beton besteht aus nassem Sand. Puh, und was jetzt, Herr Bulle? Nun, jetzt kommt das Beste, Peppa. Die Teepause. Oh, ja, wir machen eine Teepause. Habt ihr das Spiel gestern Abend gesehen? Ich habe alle Spiele gestern gesehen. Jetzt ist der Beton trocken und wird geglättet. Was ist denn das, Herr Bulle? Das ist eine Dampfwalze, Peppa. Damit glätte ich jetzt den Beton. Wow. Wir haben keine Dampfwalze, Peppa. Aha, nehmen wir doch einfach unsere Füße. Was macht ihr denn da alle, Peppa? Wir machen das Allerwichtigste, Herr Bulle. Springen! Oh ja, natürlich. Ist da noch Platz für mich? Peppa liebt es, in matschigem Sand rumzuspringen. Alle lieben es, in matschigem Sand rumzuspringen.